So, alle Preise sind vergeben. Es bleibt nur noch das Schlusswort und das hat netterweise für heute Arno Wiedmann übernommen. Kein Schlusswort, sondern ein Dankeschön. Jeder, der hier im Saal sitzt, weiß, wofür ich persönlich alles zu danken hätte. Das lasse ich jetzt weg. Ich bedanke mich im Namen der anderen Preisträger, aber ich möchte mich auch als Zuschauer dieser Versammlung, dieser Veranstaltung bedanken, weil ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich glaube, es war länger, als es mir vorkommt. Oh je, ja, 3 Stunden kriege ich gerade, kann das sein? Es war eine sehr, sehr kurzweilige Veranstaltung, so habe ich es erlebt, die uns gezeigt hat, was in den unterschiedlichsten Bereichen getan wird und was man tun kann. Das hat mich am meisten beeindruckt. Also die Panama Papers, das ist natürlich eine riesige Ehre für mich, dass ich am selben Tag hier einen Preis bekomme, an dem dieses Gigantoprojekt prämiert wird. Aber es ist natürlich auch toll, dass 2 Journalisten sich sagen, wo kommt denn die Tomate her? Wo geht sie hin? Und dann setzen die sich in Bewegung. Okay, die sind Angestellte, die bekommen das finanziert und gucken nach, wo das passiert. Eine andere Sache, von der ich nichts wusste, die mich sehr beeindruckt hat, war, fragt den Bundestag. Das ist so eine simple, einfache Sache, mit viel Arbeit verbunden, wie ich gemerkt habe, aber eine ganz einfache Idee, die jeder Dritte von uns auch hätte machen können, die wir nicht machen. Wir machen so viele Dinge nicht, die man machen kann. Und das Schöne bei dieser Veranstaltung ist, dass sie so, ja, das ist so ein Tritt. Mach's doch, mach's doch. So wie ihr alle etwas gemacht habt. Ich danke euch, ich danke dem Veranstalter und wünsche uns noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank, Arno Wiedmann. Und ich möchte jetzt noch mal alle Preisträger auf die Bühne bitten für das große Abschlussfoto. Und ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei dem Ensemble Cacao Del Mar für die Musik bedanken. Und Sie, meine Damen und Herren, sind jetzt eine Etage höher zum Abendessen eingeladen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und anregende Gespräche. Vielen Dank.